Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal habe ich mir den Marvel Air Performance vom Autohaus Gaul & Klampt in Bad Neustadt zur Verfügung stellen lassen. Da auch vielen herzlichen Dank für die Leihgabe. Und dem Marvel Air Performance will ich heute mal auf den Zahn fühlen. Ich hatte schon ein Video gemacht, wo ich mir den Innenraum, Kofferraum, Platzverhältnisse, Alltagsnutzen und solche Dinge angeschaut habe. Das verlinke ich mal hier oben links. In dem heutigen Video geht es also wirklich um meine Fahreindrücke, um ein bisschen Multimedia und Kamerasysteme. Und wir fangen aber wie immer zunächst mit dem Carporn an. Das war also der Carporn und ich muss sagen, ich finde, der MG Marvel Air Performance ist ein richtiger Schönling. Für ein SUV gefällt er mir ausgesprochen gut und ist einer meiner Favoriten, was das Design angeht. Da haben die Designer von MG in meinen Augen einen richtig guten Job gemacht. Aber natürlich ist Aussehen nicht alles, sondern es kommt auch auf die inneren Werte drauf an und deshalb werden wir das Auto jetzt mal auf der Landstraße testen. Ich bin jetzt also im MG Marvel Air Performance erstmal auf der Landstraße unterwegs. Und ich will gleich erstmal auf die Sitze zu sprechen kommen, denn die haben gute Einstellmöglichkeiten. Das Lenkrad ist weit verstellbar, das habe ich an meinem Video zum Innenraumcheck auch schon dargelegt. Problem bei den Sitzen ist nur, dafür, dass es Sportsitze sind, haben sie wirklich sehr wenig Seitenhalt in der Rückenlehne. Also da fehlt mir ein bisschen die Unterstützung. Kann aber auch daran liegen, dass ich eher ein Lauch bin. Dafür habe ich im Sitzkissen an den, an den Backen des Hinterns relativ viel Unterstützung. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen, der ein etwas breiteres Gesäß hat, ein bisschen unangenehm erstmal sein, wobei man sich sicherlich mit der Zeit auch dran gewöhnt und das Ganze auch entsprechend breit sitzt, könnte ich mir vorstellen. Und deshalb, Sitzkomfort ist absolut in Ordnung, aber so ein paar kleine Kritikpunkte gibt es daran, wie gesagt, schon. Seitenhalt, Rückenlehne ist mir zu wenig und Seitenhalt an den, am Sitzkissen ist mir etwas zu viel, also am hinteren Teil. Und dann, was das Fahren angeht, da muss ich sagen, das ist die Stärke vom MG Marvel Performance Air. Ich bin ja jetzt auf der Landstraße unterwegs und ich gehe jetzt hier auch nochmal in den Drive-Mode Sport, Sport Plus bin ich jetzt mal gegangen. Das ist auch das Programm, was man ansteuern muss, um die volle Leistung des Fahrzeugs zu haben. Und das Auto, das drückt schon ordentlich. Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist feucht. Wir haben nur 1 Grad Außentemperatur, also ein bisschen Piano heute. Die Leistung des Motors oder der Motoren ist mehr als ausreichend. Er ist ja mit 288 PS angegeben, 665 Newtonmeter Drehmoment. Beschleunigung von 0 auf 100, 4,9 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Hier, wenn ich drauf latsche, ja, das muss so schnell wieder im illegalen Bereich. Also die Leistung bei dem Performance Air über jeden Zweifel erhaben, reicht völlig aus. Wobei sie dann bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, wenn man dann also mal 130, 140 erreicht hat, dann wird schon ein bisschen zäher bis zur Höchstgeschwindigkeit. Aber gut, dafür ist ein Elektroauto ja grundsätzlich auch nicht ausgelegt, dass man jetzt dauerhaft oder schnell mal auf 200 beschleunigen muss. Das geht mit dem Marvel Air auch, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, von 130 bis 140 bis dann 200 wird es ein bisschen zäher. Aber wir sind ja jetzt im Moment erstmal auf der Landstraße unterwegs und da kommen wir auch jetzt mal neben der Leistung zum Fahrwerk. Und da stelle ich fest, dass wie beim MG ZS EV
MG einfach weiß, wie man Fahrwerke auslegt. Zumindest was dann letzten Endes meinen Geschmack angeht. Denn das Fahrwerk des MG Marvel Air ist genauso ausgewogen und gut Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort wie beim MG ZSEV. Das ist für die Fahrzeugklasse absolut angemessen. Gefällt mir auch deutlich besser als jetzt zum Beispiel iVESO 5 oder auch bei meinem Ford Mustang Mach-E. Denn der iVESO 5, der ist mir zu schiffig, der ist mir zu komfortabel und der Mustang Mach-E ist mir ein bisschen zu straff. Und deshalb, der Marvel Air hat das Fahrwerk, wie ich es mir persönlich wünschen würde und ist hier tatsächlich einer meiner Favoriten. Man muss ja bedenken, das ist jetzt kein verstellbares Fahrwerk, sondern wir haben hier tatsächlich ein ganz normales Standardfahrwerk. Und dafür ist das wirklich gut gemacht. So, wir beschleunigen noch mal ein bisschen. So, jetzt habe ich auch mal gemerkt, wie er geschaltet hat. Wir haben hier also ein Zweiganggetriebe. Ab und zu merkt man die Schaltvorgänge, aber nicht störend und manchmal merkt man sie gar nicht. Und ich weiß auch noch nicht genau, wann er schaltet. Das habe ich noch nicht so richtig erfüllen können. Dafür bräuchte ich das Auto wahrscheinlich ein bisschen länger, dass ich das ein bisschen besser kennenlerne. Und aber als störend habe ich es zu keinem Zeitpunkt empfunden. Wie gesagt, ich glaube es ab und zu spüren, aber wenn dann nur minimal. Was die Kurvenkünste angeht, ich habe es ja schon gesagt, Komfort ist sicherlich die größte Stärke von dem Auto. Aber ich denke, er geht auch ganz ordentlich ums Eck. Also keine Beschwerden an dieser Stelle, wirklich. Für ein chinesisches Fahrzeug, was es ja im Prinzip ist, muss ich wirklich sagen, macht mir das Fahren mit dem Marvel Air richtig Spaß. Das ist sicherlich die Stärke des Fahrzeugs, wenn man hinterm Steuer sitzt und wenn man damit fahren kann. Und auch für die Passagiere ist das richtig angenehm. Wie gesagt, komfortabel, trotzdem gut ums Eck. Also perfekter Kompromiss für mich. Und was man auch erwähnen muss, die Geräuschstimmung ist für so ein Auto wirklich gut gelungen. Also sowohl was die Dämmung der Radkästen angeht, der Radhäuser, als auch die Dämmung des Innenraums an sich. Bei höheren Geschwindigkeiten kommen dann Windgeräusche dazu. Aber das ist alles auf einem richtig guten Niveau. Also ich sehe ihn da auf Augenhöhe mit einem Ford Mustang Mach-E. Da vermisse ich hier also im Großen und Ganzen nichts. Das, was ich aber auch kritisieren muss, und da führt auch kein Weg dran vorbei, bei dem Fahrzeug, was ich jetzt habe, habe ich an ein paar Stellen Knister- und Knarzgeräusche, die ich jetzt bei der gesamten Qualitätsanmutung des Fahrzeugs nicht erwartet hätte. Das wäre also was ich jetzt bei meinem MG-Händler auf jeden Fall bemängeln würde. Ich würde sagen, bitte stell das Geknister, das Geknarze ab. Also hier von der Beifahrertür kommt auf jeden Fall was und aus dem hinteren rechten Bereich kommt auch etwas. Und das merkt man natürlich, wenn ein Auto insgesamt eine niedrige Geräuschkulisse hat, ganz besonders stark. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt alle Fahrzeuge davon betroffen sind. Wir beschleunigen nochmal. Raus aus der Kurve. So, jetzt hat er wieder geschaltet. Dann habe ich so einen kurzen Ruckler gespürt, wo er vermutlich in den zweiten Gang dann geht, in den größeren Gang. Also das merkt man so bei 80, 85 km/h, kann man das feststellen. Wie gesagt, richtig störend ist es nicht, aber man nimmt zwar. Druck ist aber jetzt auch, hier geht es bergauf und auch über 100 km/h schiebt er noch richtig gut. Das gefällt mir also. Was das Thema Landstraße angeht und die Assistenten, ich mache jetzt hier mal den Spurhalteassistenten ein. Wir gehen mal auf Set. So, jetzt ist er gesettet. Und jetzt müsste er eigentlich auch die Spur halten. Aber hat er was gefunden? Also, er zeigt mir jetzt gelb an. Jetzt hat er grün angezeigt. Jetzt mal gucken. Nee, er greift aber hier nicht ein. Also, was jetzt die... jetzt hier links greift er ein. Rechts hat er nicht eingegriffen. Also es ist wohl ein Lane Keep Assist vorhanden. So, und es ist auch ein MG Spur verlassen, Warnassistent oder Unterstützung vorhanden. Die funktioniert auch und es kommt mir auch so vor, als hätte er keinen aktiven Spurassistenten, so richtig Spurhalteassistenten. Auch wenn das MG angibt, es kommt mir also mehr so vor, als wäre das eine Spur verlassen Warnung, was wir hier haben. Und die funktioniert auch, aber sollte das wirklich als Spurhalteassistent gemeint sein, als Spur führen? Da bin ich mit dem aktuellen Stand noch nicht ganz so zufrieden. Also da würde ich mir dann wünschen, dass MG da auf jeden Fall nachbessert. Das ist ja auch beim Verbrauch ein bisschen so. Ich habe ja schon ein Video online gestellt, wo ich eine Verbrauchsfahrt auf der Autobahn bei 100 bis 130 gemacht habe. Verlinke ich auch hier oben links in der Ecke. Da war mir der Verbrauch auch für die Jahreszeit, für die äußeren Bedingungen tendenziell zu hoch. Und da hoffe ich auch, dass man vielleicht mit ein paar Abstimmungsarbeiten an den Motoren, am Batteriemanagementsystem, an den Verbrauchern insgesamt, dass man ein paar Wattstunden rausarbeiten kann. Und dann wäre das sicherlich ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser. Und das, wie gesagt, würde ich mir auch für die Assistenten wünschen, denn da gibt es auch so ein paar kleinere Defizite. Auch bei der Verkehrsschildererkennung
habe ich immer wieder Fehler drin. Dann erkennt er teilweise die Schilder unter der Geschwindigkeitsbeschränkung nicht. Das hatte ich jetzt auch auf der Autobahn. Da ist auf der A7 so eine Begrenzung für LKW in der Nacht auf 60 km/h. Da zeigt er mir dann am helllichten Tag 60 km/h an. Ja, da ist noch Feinarbeit erforderlich, wie insgesamt das ganze Auto so ein bisschen den Eindruck macht, als müsste man an manchen Stellenschrauben noch drehen. Die Software scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein. Das Navigationssystem zum Beispiel bietet die Möglichkeit, dass man auch Ladesäulenanbieter auswählt, dass man Leistungsangaben vorgibt. Also dass man sagt, wenn man will, nur Lader, die schneller als 50 kW laden können. Dann bekommt man auch die Reichweite auf der Karte angezeigt und dort auch die Ladesäulen, die man grundsätzlich ausgewählt hat. Also sei es ENBW, Allego oder Ionity. Nur bekommt man dann auf der Strecke über das erreichbare Ziel hinaus, also wenn man einen längeren Trip plant, bekommt man keine weiteren Ladesäulen angezeigt. Das verstehe ich nicht. Man könnte doch auf dem gesamten Trip die Ladesäulen dann anzeigen. Das wäre mir persönlich lieber. Gut, vielleicht kommt das noch, vielleicht liegt auch ein Bedienungsfehler vor. Ich habe also nur jetzt 2 Tage mit dem Auto und nicht ganz so viel Zeit, mich da in die Bedienung, in die tiefsten Tiefen reinzuarbeiten. Jetzt kommen wir dann nochmal auf die Fahrprogramme zu sprechen. Ich bin also jetzt im Eco-Mode und hier merkt man schon, dass das Auto deutlich zahmer aufs Gaspedal reagiert. Wenn man aber das Gaspedal ganz durchtritt, hat man auch da wieder die volle Leistung. Das ist also richtig schön. Dann normal hat man ein bisschen mehr Druck, ne? Ein bisschen mehr das Feeling, dass Leistung da ist. Und natürlich, wenn man dann auf Sport geht und auf Sport Plus, ist natürlich die Kennung nochmal deutlich schärfer. Wobei die Spreizung, ja, die könnte sogar noch ein bisschen mehr sein in meinen Augen, aber man spürt die Programmunterschiede auf jeden Fall deutlich. Das gleiche gilt auch für die Rekuperation. Man schaltet also hier auch an der Mittelkonsole die Rekuperation um. Man hat also insgesamt 3 Rekuperationsstufen und man kann als maximale Rekuperationsstufe 1 einstellen, hat dann aber auch noch ein bisschen Rekuperation. Also es ist kein volles Segeln. Er zeigt mir jetzt hier im Powermeter minus 6% Regeneration an. Und wenn ich jetzt da in die zweite Regenerationsstufe gehe, bekomme ich minus 12% Regeneration angezeigt. Hinter mir ist auch nichts. Und in der dritten sind es dann minus 19%. Also man merkt die Unterschiede sehr deutlich. Die Verstellbarkeit, die Erreichbarkeit ist gut. Wobei auch hier mir wieder die Pedals vom Hyundai Kona ein bisschen fehlen. Das vermisse ich tatsächlich, dass man auch ein bisschen einfach während der Fahrt damit rumspielen und das Ganze steuern kann. Und jetzt warnt er mich, weil ich ein bisschen über 70 war. Hier ist noch Tempo 70, ist gleich zu Ende. Also man kann dann diese Warnsignale auch ausschalten. Ne? Ich hatte auch so eine Warnung, wenn man dann in Schulbereiche kommt oder in sonstige Gefahrenbereiche wie Geröll oder ähnliches, dass er das dann mit einem Bimmelton und einer Anzeige auf dem Display angezeigt hat. Das kann man alles natürlich konfigurieren und ab- und ausschalten. Dennoch in der Tendenz ist es natürlich auch wieder ein bimmeliges Auto. Ne? Und wenn man einsteigt, wird man auch erstmal begrüßt und kriegt die Wetteransage vorgelesen. Kann man aber sicherlich auch ausschalten. Wie gesagt, so tief bin ich jetzt in die Bedienung nicht eingestiegen. Gut. Aber ansonsten bietet das Auto jetzt mal auf der Landstraße Regeneration und auch Fahrmodis alles, was ich mir wünschen würde. Fahrwerk passt, Sportlichkeit ist ein bisschen gegeben, wobei ich das Auto schon eher auf der komfortablen Seite einordnen würde. Aber er macht mir richtig Spaß. Das ist zum Fahren ein tolles Auto, ein überraschend tolles Auto. Besser als ich erwartet habe, das war beim MG ZS EV auch so. Also beim Fahren hinterm Lenkrad, da hat der Marvel Air auf jeden Fall große Stärken, da macht er Spaß für Landstraße. Daumen hoch und jetzt gucken wir uns mal, das Gebimmel, das war jetzt wieder der Spurverlassenwarner wahrscheinlich. Für die Landstraßenfahrt soll es das jetzt aber gewesen sein und wir fahren jetzt nochmal ein Stück Autobahn. So, wir fahren jetzt auf die A7 und ich hatte schon die Gelegenheit ein bisschen Autobahn zu fahren. Ich weiß also, wie das Auto sich so ungefähr anfühlt, ja. Und kann nur sagen, es ist auf der Autobahn auf Langstrecke sicherlich ein hervorragender Begleiter, wenn man denn lange Strecken trotz des Verbrauchs tatsächlich erreicht. Jetzt starten wir mal durch. Ich bin im Normalmodus auf die Autobahn drauf beschleunigt. Jetzt kommt hier 120 schon die Warnung. Ich weiß nicht, was das soll. Hier ist freie Autobahn. Wir haben jetzt 150 drauf. Und im Normalmodus nimmt er da halt schon Leistung deutlich weg. Und ich gehe deshalb jetzt mal wieder in den Sport Plus Modus, da bin ich jetzt. Oh, jetzt fährt mir ein LKW vors Auto und da sollte dann auch wieder ein bisschen mehr Leistung da sein. So, wir machen dann auch gleich mal den Abstandsregeltempomaten an. Der geht übrigens bis 150. Mehr kann man da nicht einstellen und man kann alles über den Lenkstockhebel links bedienen.
Und das funktioniert richtig gut und intuitiv. Man bekommt alles angezeigt, was man wissen muss. Also da gibt es erstmal nichts zu meckern. Und ich finde auch die Regulierung oder die Regelarbeit des Abstandstempomaten, die finde ich in Ordnung. Bei allen Abstandstempomaten bei mir das gleiche Problem, wenn jetzt der LKW wegfährt, bis dann ein Auto wieder Fahrt aufnimmt. So, jetzt erkennt er, es ist weg und jetzt fängt er an zu beschleunigen. Aber halt für mich einfach zu zäh. Ich hätte da gern mehr Leistung. Ich habe ihn auf 120 stehen, jetzt sind wir auf 115. Ja, das ist mir zu langsam, deshalb mache ich ihn aus und beschleunige jetzt nochmal das Auto so hoch. Wir haben also 56% im Akku, sollte genug Leistung da sein. Er ist halt ab 130 ist es kein richtiger Drücker mehr, ne? Da fehlt so ein bisschen der Bums, könnte man sich mehr vorstellen, sind wir bei 170. Jetzt sind wir bei 180, aber ich muss schon wieder langsamer machen, weil hier vorne fährt schon wieder ein LKW. Also Leistung auf jeden Fall ausreichend. Und was man auch sagen muss, man fühlt sich immer sicher in dem Auto. Das liegt satt auf der Straße, Komfort ist gut, auch auf schlechten Autobahnabschnitten. Und ja, es gibt keine Seitenwindempfindlichkeit, zumindest habe ich nichts gespürt. Es ging auch mal ein bisschen der Wind. Das liegt richtig gut, das Auto vermittelt einem immer das Gefühl, sicher zu sein. Jetzt hat er übrigens wieder diese Fehlmeldung mit den 60 km/h gehabt, ne, weil das ist hier der Streckenabschnitt. Also das Gebimmel, was das Auto manchmal macht, naja, das kann schon nerven. Was jetzt den Spurhalteassistenten angeht, ne, also es gibt ja, oder ein Spurführassistent, weil so wie ich die Bedienungsanleitung verstanden habe, gibt es den testen wir jetzt nochmal an. Ich lasse ihn mal nach links, so jetzt greift er ein bisschen ein. Ja, das macht er jetzt doch gar nicht so schlecht. Er pendelt ein bisschen zwischen der Spur. Mal sehen, wann hier auch eine Warnung kommt. Was macht er jetzt? Okay, jetzt hat er zu hart eingegriffen. Ne? Beim ersten Mal korrigieren war das schön. Jetzt war es wieder zu hart. Jetzt ist er ausgestiegen. Ich habe das System noch nicht richtig verstanden. Also das überzeugt mich im Moment noch nicht so richtig. Aber es kann halt auch wirklich am Bediener liegen, dass das Problem in dem Fall einfach hinterm Lenkrad sitzt. Ne? Also Assistenzsysteme, sage ich mal so lala, Abstandsregeltempomat, der ist für mich auch das Wichtigste. Der funktioniert gut, der funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Auto hat ja noch weitere Assistenten, die MG auf der Internetseite bewirbt. Also so ein Stauerkennen-Assistent, dass er also wirklich abbremst, auch wenn irgendwo es auf der Autobahn zum Stau kommt. Dann ein Totwinkelwarner, der wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, verhindert, dass man dann auch rausfährt. Also an Assistenten ist grundsätzlich erstmal alles an Bord. Ob die alle so funktionieren, wie MG sich das auch selbst wünscht, das weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, sehe da noch ein bisschen Potenzial nach oben. Die Geräuschdämmung ist gut. Es kommen dann zwar ein paar Windgeräusche mit ins Spiel, wenn man schneller fährt, aber das ist nicht ungewöhnlich. Und man muss halt auch immer bedenken, welchen Preis man hier aufruft, weil wir liegen so bei rund 52.000 Euro. Autobahn passt, kann man machen, wenn man ein bisschen Zeit für Ladepausen mitbringt. Dann ist der Marvel Air Performance da sicherlich gut aufgehoben. Wobei ich auch sage, wenn ich öfter Langstrecke fahren müsste, dann würde ich wahrscheinlich zum etwas weniger sportlichen Hecktriebler greifen. Denn der verspricht sicherlich noch ein bisschen mehr Reichweite als der Marvel Air Performance. So, jetzt habe ich hier wieder 120 angezeigt bekommen, aber warum? Ach so, Navigation wollte ich auch noch kurz ansprechen. Navigation ist grundsätzlich in Ordnung, ja, funktioniert. Sprachsteuerung ist gewöhnungsbedürftig, also man darf zum Beispiel nicht sagen, navigiere mich nach XYZ, sondern man sagt einfach die Adresse, dann nimmt er die auch, das habe ich alles schon ausprobiert. Was aber ein bisschen merkwürdig ist, er verliert öfter die Position. Und das finde ich wieder etwas erstaunlich, also ich war dann ganz oft auch mal neben der Autobahn, ne, oder war an einer ganz anderen Stelle, wo ich gar nicht war. Also auch das Thema Multimedia ist wahrscheinlich noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, was heißt wahrscheinlich, ist verbesserungsbedürftig. Gut, das war's dann also zum Thema Autobahn. Auf jeden Fall fühlt sich der Marvel Air dort wohl. Ein paar Stellschrauben an der Software muss MG in meinen Augen noch stellen. Ansonsten ist das auf jeden Fall auch ein Auto, was auf Langstrecke Spaß macht. Gut, wir sind jetzt auch mal in der Stadt unterwegs und hier übrigens auch ein tolles Feature. Wenn man abbiegt, blinkt, dann geht hier in der Mittelkonsole auch die 360-Grad-Kamera, also Top View, an. Das heißt, man kann dann auch das Umfeld des Fahrzeugs sehen und eventuelle Steine, Hindernisse, Bordsteine erkennen. Das gefällt mir also gerade in der Stadt richtig gut. Da braucht man also nicht hier drin rumzufummeln, sondern das macht er automatisch. Überhaupt das Kamerasystem, das ist in der Stadt ein wirklich toller Freund und Helfer. Denn das ermöglicht das fast schon zentimetergenaue Manövrieren des Fahrzeugs. Also obwohl der Marvel Air jetzt kein kleines Auto ist, er ist so 4,67 Meter, 4,68 Meter lang, Radstand ist 2,80 Meter, also ungefähr so groß wie mein Pony, wobei der Radstand beim Pony ja 3 Meter ist.
aber er ist wirklich relativ wendig. Auf jeden Fall in der Stadt, allein schon durch das Kamerasystem, wird diese Größe, die das Fahrzeug grundsätzlich hat, und auch die Breite ein bisschen kaschiert. Denn man kommt auch in engere Parklücken mit dem Auto gut, weil dieses Kamerasystem wirklich ganz hervorragend ist. Man kann dann auch einzelne Blickwinkel sich anzeigen lassen. Gefällt mir also richtig gut. Man hat den großen Bildschirm, der auch wirklich voll ausgenutzt wird in dem Fall. Das ist zum Beispiel, bei meinem Mach-E nicht so richtig gegeben, denn die 360-Grad-Kamera, die kann man nicht, also diese Top-View-Kamera kann man nicht komplett auf den Bildschirm entsprechend anzeigen lassen. Und das ist halt verschwendeter Platz. Und wenn man das könnte, könnte man auch mehr im Umfeld erkennen. Das ist beim MG gegeben. Ich sag's mal so, beim Kamerasystem erfüllt der MG für mich durchaus Premium-Ansprüche. Ich zeige euch jetzt auch gerade mal die Kamera im Detail, weil ich finde, das ist schon eins der tollsten Feature an dem Auto. Jetzt haben wir also die Kamera an. Ihr seht jetzt die Frontkamera, ne? Dann kann man natürlich hier auch entsprechend umschalten. Jetzt seht ihr zum Beispiel die Seitenansichten, also links und rechts. Und wenn ich jetzt das Lenkrad einschlage, ich hoffe, man kann es erkennen auf dem Video, sieht man auch die Räder und man sieht en Detail, wo der Grasverlauf ist. Das kann man also richtig gut erkennen. Man kann also verschiedene Perspektiven hier anwählen. So, man kann dann hier auch das Auto entsprechend drehen, wie man das also wirklich von den Top-Premium-Herstellern kennt. Das gefällt mir richtig gut. Achten Sie auf die Umgebung, sagt er auch noch. So, jetzt machen wir hier nochmal Front, links nochmal. Wie gesagt, man kann dann hier auch entsprechend drehen. Man muss aber schon fest auf den Bildschirm drücken, weil sonst tut sich unter Umständen nichts. Dann die Top-Ansicht ist auch richtig gut. Man kann das Auto auch durchsichtig machen. Also einfach hier einmal drauf. Und jetzt ist das Auto durchsichtig. Man bekommt also den Boden unterm Auto angezeigt, insofern die Kamerasysteme das aufgenommen und zwischengespeichert haben. Ich muss wirklich sagen, Kamerasysteme top notch, das ist im Moment ja mit das Beste, was ich gesehen habe. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Erfahrung im Stockdunklen. Das müsste ich aber mal probieren, wenn ich das Auto ein bisschen länger habe. Was wir jetzt aber noch mal machen werden, wir werden auf eine Kopfsteinpflasterstrecke fahren, weil ich möchte jetzt noch mal sehen, wie das mit dem Knistern und Knastern auch auf schwierigem, richtig schwierigem Geläuf ist. Wir fahren jetzt also mal die Paulus-Promenade in Fulda hoch. Achso, übrigens noch als Information für euch, es gibt hier kein One-Pedal-Driving, was das Rekuperieren angeht. Was aber richtig gut funktioniert, ist das Auto-Hold. Das ist super sanft zu bedienen, da gibt es kein Ruckeln. Man muss das Gaspedal nicht speziell dosieren. Also das funktioniert gut und jetzt achten wir mal auf die Geräusche. Ja, hinten rechts klappert was und hier in der Türverkleidung rappelt was. Das hört man jetzt auf dem Kopfsteinpflaster sehr deutlich. Da muss nochmal danach geguckt werden, was da los ist. Gut, also was das Thema Stadtverkehr angeht, kann ich nur sagen, trotz Fahrzeuggröße finde ich ihn hier sehr gut aufgehoben. Er bietet mit seinem Kamerasystem ausreichend Umfeldübersicht. Und sogar nach vorne kann ich die Motorhaube zumindest sehen. Das ist auch nicht bei allen Autos so. Ja, das passt für mich. Rundumsicht. Ja, okay, da muss ich ehrlich sein. Die haben zwar hinten nochmal ein zusätzliches Fenster in der C-Säule, aber es ist schon ein bisschen gedrungen, ne? Das große Panoramadach macht alles zwar ein bisschen luftig, aber wirklich toll ist die Rundumsicht nicht. Das Fenster hinten ist ein bisschen klein, aber das passt auch. Und wie gesagt, die Kamerasysteme gleichen sowieso alles aus. Durch den Rückspiegel erkenne ich alles, was wichtig ist. Also auch das passt. In der Stadt fühlt sich der Marvel Air erstaunlich wohl. Und da gefällt er mir sogar ein Stück besser als der Mustang Mach-E. Denn er fühlt sich irgendwie insgesamt auch nicht ganz so groß an. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Aber also ihr merkt schon, das Fahren mit dem Auto, das macht mir durchaus Spaß, wenn das Thema Software nicht wäre. Und jetzt interessiert mich aber noch, wie groß ist denn der Wendekreis? Und deshalb fahren wir jetzt mal auf meinen berüchtigten Parkplatz und versuchen mal, wie gut der Marvel Air da wenden kann. So, ich fahre jetzt erstmal ganz dicht an den Randstein ran. Wenn ich das hier alles hinbekomme. So, da ist die Kamera. Weil mit der Kamera kann man sehr schön das Auto positionieren. So, ziemlich weit ran. Wir sind ziemlich dicht. Ich kann übrigens jetzt auch hier, indem ich auf die entsprechenden Felder drücke, genau sehen, wie weit ich vom Randstein weg bin. Das ist richtig gut gemacht, also spitzenmäßig. So, und jetzt werde ich mal einschlagen und wir gucken uns an, wie ist der Wendekreis. Auf geht's, also einmal voll einschlagen und einmal rum.
Und komm mal rum. Okay, ich komme wohl ein bisschen aufs Grüne, oder? Ja, ganz knapp. Aber im Großen und Ganzen passt das. Also der Wendekreis passt für mich für die Fahrzeuggröße auch. Ich gehe mal davon aus, auch ähnlich wie Mustang Mach-E. Ich blende ja auch nochmal ein, wie groß der Wendekreis im Vergleich zu meinem absoluten Liebling, dem ID.3 ist. Aber da gibt es aus meiner Sicht auch nicht wirklich was zu meckern. Start kann man mit dem MG Marvel Air also auf jeden Fall machen. Und jetzt werfen wir aber auch nochmal einen ganz kurzen Blick auf die App, weil da habe ich mich ja auch angemeldet und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Gut, ich muss jetzt aber leider feststellen, ich wollte euch ja nochmal die App zeigen. Das hat irgendwie scheinbar nicht geklappt, aber wir können ja jetzt nochmal probieren, ob ich diesen Verbindungsprozess jetzt beim zweiten Mal hinbekomme. Ich bin auf Verbinden gegangen. Jetzt muss man einen QR-Code einscannen. Das macht man, indem man hier oben aufs Profil geht. Hier sagt er jetzt aber schon, dass ich verbunden wäre. Ne? Wir gehen auf Verbinden. So, jetzt bekomme ich hier unten rechts einen QR-Code angezeigt. Den muss ich einscannen. Das hatte ich schon mal gemacht. Irgendwas hat nicht geklappt. Irgendwas habe ich wahrscheinlich falsch gemacht. So, jetzt hat er den erkannt. Jetzt bekomme ich einen Sicherheitscode innerhalb von 2 Minuten. Da muss ich mich wahrscheinlich auf meiner Internetseite anmelden. Das mache ich schnell mal. Ja, ich hätte euch ja gerne ein bisschen mehr aus der App gezeigt, aber ich scheitere tatsächlich am Verbinden. Er sagt mir, Sicherheitscode eingeben, nur wie er mir den zuschickt, das ist mir nicht ganz klar. Also in meiner Mailadresse habe ich jetzt keinen QR-Code bekommen oder keinen Sicherheitscode. Ich hatte einen Code bekommen für die Registrierung. Ich bin auch registriert, aber irgendwie scheint die App nicht zu wissen, wohin sie diesen Sicherheitscode schicken soll. Eine Handynummer habe ich nämlich nicht hinterlegt, sondern nur die Mailadresse. Man kann sich mit Mobilfunknummer oder mit Mailadresse verbinden. Ich scheitere daran. Ich blende euch hier jetzt aber noch mal ein paar Screenshots von der App ein, damit ihr mal seht, welche grundsätzlichen Möglichkeiten es gibt. Wenn ich ein bisschen rumprobiere, kriege ich sicherlich auch noch hin. Ich gehe fest davon aus, das Problem sitzt wieder mal vor dem Smartphone. Also das werde ich sein. Das Registrieren hat geklappt. Muss man auch über die App machen. Kann man nicht übers Internetportal machen, soweit ich das gesehen habe. Ist ein bisschen umständlich. Aber es wird sicherlich möglich sein. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr das macht, macht es am besten über die Mobilfunknummer. Vielleicht schickt ihr ja diesen Code auch über SMS und ich muss noch die Telefonnummer irgendwo hinterlegen. Das kann natürlich auch sein. So, während ich warte, mit dem Marvel Air für den Carporn in die Waschstraße fahren zu können, habe ich auch mal mein Smartphone mit Android Auto verbunden. Das funktioniert also nur über Kabel, also kein Wireless Android Auto. Android Auto funktioniert einwandfrei. Kann ich das größer machen? Nee. Also während man das benutzt, kriegt man hier unten dann noch den Marvel Air eingeblendet. Also auch hier leider ein bisschen verschwendeter Bildschirm, aber das liegt halt auch am Format von Android Auto. Ah, der Kerl hinten fährt mir fast in den Kofferraum und dadurch piepst das die ganze Zeit. Ja, das waren dann also meine Fahreindrücke zum Marvel Air und jetzt muss ich die natürlich noch in mein Bewertungsschema packen. Das heißt, es geht jetzt zu Hause am Schreibtisch mit dem Ben-Index weiter. Ben-Index. Bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Ben-Index kommen, noch der Hinweis für euch, wenn ihr euch die nachfolgende Excel-Tabelle nochmal selbst anschauen wollt, auf der Internetseite www.breaking-elektro-news.de unter Ben-Index Community, dem Punkt Ben-Index, werdet ihr fündig da draufklicken, dann nochmal auf Klick mich und dann kommt ihr in die nachfolgende Excel-Tabelle. Ja, und dann fangen wir jetzt direkt auch mal mit der Bewertung des Marvel Air Performance an und wir beginnen wie immer mit dem Alltagsnutzen. Das Auto ist fast so groß wie mein Ford Mustang Mach-E, hat aber rund 50 Liter weniger Kofferraumvolumen, fühlt sich innen insgesamt ein bisschen beengter an. Das finde ich aber grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ich habe gerne eine relativ massige Mittelkonsole und fühle mich dann auch ein bisschen, ja, geborgener in Anführungszeichen. Also ich habe mich im Marvel Air wirklich wohl gefühlt. Dennoch ist der Alltagsnutzen aufgrund der eher beengten Raumverhältnisse für die Fahrzeuggröße ein bisschen eingeschränkt, auch im Vergleich zu einem VW ID.4 zum Beispiel. Und dem Mustang Mach-E habe ich 7 Punkte gegeben, dem ID.4 habe ich 7 Punkte gegeben und deshalb muss ich dem Marvel Air hier einen Punkt abziehen. Er hat noch dazu keinen Frunk, das heißt also da vorne fehlen dann auch nochmal 100 Liter zum Beispiel im Vergleich zum Mustang Mach-E. Also von daher, ich kann ihm hier nicht mehr als 6 Punkte geben, wobei ich denke, dass das durchaus auch schon ein bisschen großzügig ist. Dann kommen wir jetzt zur Ladeleistung des Marvel Air. Er ist mit einem 11 kW AC Lader ausgestattet. Das ist also das, was ich standardmäßig bei Autos des Jahres 2022 erwarte. Und bei der Ladeleistung DC kommt er auch schon über 90 kW und die Ladekurve verläuft relativ flach. Wir haben also nicht diese starken Abstürze, wie wir sie zum Beispiel von meinem Mustang Mach-E kennen. Er lädt also durchaus recht flott.
Allerdings, ja, bei der Fahrzeuggröße und dem doch recht hohen Verbrauch würde ich mir hier etwas mehr Ladeleistung wünschen. Und deshalb bekommt der Marvel Air die gleiche Punktzahl wie der Iveco 5 an dieser Stelle, nämlich 5 Punkte. Dann kommen wir zum Thema Reichweite, da können wir uns kurz fassen. Ich habe ja eine Verbrauchsfahrt gemacht, klar unter erschwerten Bedingungen. Also man kann davon ausgehen, dass sicherlich 2 Kilowattstunden auf die niedrigen Temperaturen zurückzuführen sind. Dennoch bin ich auf einen Verbrauch gekommen, ja, der nahe an der 30 Kilowattstunden Schwelle war. Oder war ich sogar drüber, bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir da auf dem Niveau vom Audi e-tron 50, beziehungsweise sogar noch ein bisschen drüber. Und die Batterie hat 65 Kilowattstunden ungefähr netto, deshalb kommt er hier auch nur 3 Punkte. Tut mir leid, aber mehr kann ich für das Auto an der Stelle nicht geben. Dann kommen wir jetzt zum Thema Komfort und da kann man dem MG Marvel Air in keinster Weise irgendwo Vorwürfe machen. Die Sitze sind super bequem, natürlich es fehlt ein bisschen der Seitenhalt und das Sitzkissen könnte beim einen oder anderen hindern, vielleicht auch ein bisschen drücken, aber das würde sich wahrscheinlich mit der Zeit auch erledigen. Und das Fahrwerk ist richtig toll gelungen. Ich habe das ja im Video mehrfach gesagt. Das ist wie beim MG ZS EV, da hat mir das auch sehr gut gefallen. Weil ich aber auch einem Hyundai Ioniq 5 im Sachen Komfort 8 Punkte gegeben habe, kann ich da jetzt den Marvel Air nicht höher bewerten, denn ich denke mal, der Ioniq 5 ist noch ein bisschen weicher abgestimmt. Und deshalb bekommt der Marvel Air hier von mir auch hervorragende 8 Punkte. Dann kommen wir zur Qualitätsanmutung und die gefällt mir ehrlich gesagt bei dem Auto richtig gut. Die verwendeten Materialien im Innenraum sind wirklich hochwertig und fassen sich schön an. Es sieht auch auf den ersten Blick erstmal alles gut verarbeitet aus, aber ich habe es ja im Video erwähnt, ich hatte so ein paar Knister- und Knastergeräusche. Und das führt mich dann doch dazu zu sagen, ich muss bei der Qualität an dieser Stelle ein paar Abzüge geben. Ich bewerte das Auto, was jetzt hier bei mir momentan unten in der Garage steht. Und deshalb kann ich ihm hier bei der Qualitätsanmutung, so leid es mir tut, aufgrund dieser Knistergeräusche an der Stelle erstmal nur 6 Punkte geben. Ich hoffe ja, dass ich nochmal ein Auto von MG zur Verfügung gestellt bekomme. Vielleicht sieht die Bewertung dann an der Stelle ein bisschen besser aus. Dann kommen wir zum Fahrgeräusch, also zu dem, was ich wahrnehme, wenn ich im Auto sitze und es bewege. Und da will ich jetzt diese Knistergeräusche nicht nochmal anführen, denn ich gehe auch davon aus, dass das der Händler abstellen kann, wenn man mal schaut, woher die kommen. Und ansonsten ist das Auto richtig gut gedämmt, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Klar, da kommen dann Windgeräusche dazu, aber da ist der Marvel Air in meinen Augen mindestens auf dem Niveau vom Hyundai Ioniq 5. Und auch annähernd am Niveau vom Mustang Mach-E, hier sind es also Nuancen, ich müsste die Autos mal ja direkt nebeneinander fahren, damit ich mir auch ein Urteil erlauben könnte, welches nun tatsächlich besser ist. Aber ich gebe dem Marvel Air jetzt hier erstmal ein bisschen strengere 8 Punkte mit der Tendenz zu 9 Punkten. Ja, dann kommen wir jetzt zum Fahrspaß und ihr habt es im Video mitbekommen, mir macht es richtig Spaß, mit dem Auto unterwegs zu sein. Da sehe ich die Stärken von dem Fahrzeug. Es hat ordentlich Druck, zumindest so bis 120, 130. Es geht für das Fahrzeuggewicht, für die Fahrzeuggröße ordentlich ums Eck. Klar, es ist kein Sportwagen. Der Komfort ist richtig gut. Also es ist insgesamt ein Fahrwerk, das so abgestimmt ist, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb bekommt er hier von mir die gleiche Punktzahl wie der Mustang Mach-E, nämlich 8 Punkte. Zwar ist er nicht ganz so sportlich, dafür bietet er mehr Komfort und das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Thema Gadgets und da ist ja bei dem Auto ja so ziemlich alles vorhanden, was man sich wünschen kann. Klar, es fehlt ein Matrixlicht, er hat kein Head-Up-Display, dafür hat er das große Sonnendach, was sich auch öffnen lässt mit einem elektrischen Rollo. Er bietet diverse Assistenten, die allerdings nicht perfekt funktionieren, auch die Navigation funktioniert nicht perfekt. Die App konnte ich leider nicht direkt ausprobieren, aber ich denke, MG muss an der einen oder anderen Stelle da noch nachlegen, muss die Systeme verbessern und ich komme nicht umhin, das natürlich auch in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Zwar gibt es alles, was man sich als Fahrer nur wünschen kann, aber es funktioniert nicht alles so, wie ich mir das vorstelle und deshalb bin ich jetzt an der Stelle streng. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann noch mal im Sommer in Marvel eher ein bisschen länger testen. Vielleicht ist bis dahin auch die Software ein bisschen verbessert, aber er bekommt hier und heute an der Stelle, ich bin streng, 6 Punkte. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, der die Stärke des Marvel Air ist, nämlich Preis-Leistungs-Verhältnis und da muss man sagen, ich finde das richtig gut. Das Auto ist vollgepackt mit allem, was man eigentlich kriegen kann. Es gibt belüftete Sitze, es gibt das Schiebedach, es sind schöne Alufelgen mit dabei. Man hat Allrad mit dabei, man hat richtig Bums, richtig Motorleistung mit dabei. Also ich sehe ihn hier als Konkurrenten so ein bisschen mit dem Audi e-tron 50. Allerdings ein bisschen kleiner natürlich, ganz klar. Gut, die Reichweite ist natürlich alles andere als toll. Die Ladeleistung kann im Verhältnis zum Verbrauch nicht richtig begeistern, muss man auch ganz ehrlich sein.
Dennoch muss ich sagen, dass man sehr, sehr viel Auto fürs Geld bekommt. Und wenn man nicht ganz so oft auf Langstrecke unterwegs ist und das Fahrzeug in das Fahrprofil des jeweiligen Interessenten passt, dann ist das ein richtig toller Deal fürs Geld. Man bekommt viel Auto fürs Geld. Natürlich, die Bugs müssen behoben werden. Aber ich gehe fest davon aus, dass MG das noch in den Griff bekommt. Es ist noch relativ früh am Markt und hoffe, dass sich da noch was tut. Und deshalb, ich gebe jetzt hier großzügige 9 Punkte an der Stelle. Denn ich denke, 51.000, 52.000 Euro für das Auto im Verhältnis zu 69.000 Euro von einem Audi e-tron 50, der dann auch noch nackt ist, in Anführungszeichen, ja. Das ist eine Ansage und deshalb bekommt er von mir hier 9 Punkte. Ja, und hier haben wir dann auch schon das Endergebnis für den MG Marvel Air. Ja, er hat mich nicht zu 100% überzeugt, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb hat er eine Bewertung von 5,9 Punkten im BEN-Index nach Berücksichtigung des Bonus für Infrastruktur, den nur Tesla bekommt wegen des Supercharger-Netzes, erhalten. Ich denke, das ist eine faire Bewertung, bin mir aber ja in meinem Urteil auch noch nicht so richtig schlüssig. Weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass MG da noch einiges nachbessern kann. Das Knistern, was ich jetzt bei der Qualitätsanmutung doch recht harsch bewertet habe, kann man sicherlich abstellen. Wird vermutlich auch kein allgemeines Problem dieser Fahrzeugserie sein. Dennoch bewerte ich, wie gesagt, die Autos, die bei mir in der Garage stehen und solche Dinge, die stören mich einfach. Ja, das war dann also der Fahrtest und die Einstufung im BEN-Index des MG Marvel Air Performance. Ihr könnt ja nochmal eure Meinung dazu schreiben, wo liege ich vielleicht daneben, wo war ich zu großzügig, wo war ich zu streng und schreibt mir das mal unten in die Kommentare, weil mich interessiert natürlich auch euer Feedback und dieser BEN-Index lebt. Und wenn ich zur Überzeugung komme, dass Kritik von euch an bestimmten Bewertungen passend und zutreffend ist, dann ändere ich hier auch nochmal was im Schema. Diese Bewertung des MG Marvel Air ist aber auf jeden Fall erstmal vorläufig. Deshalb habe ich die, jawohl, die habe ich in der Liste auch rot gekennzeichnet, weil ich mit dem Auto noch keine 500 Kilometer gefahren bin. Und das ist ja für mich so die Grenze, wo ich sage, nach dieser Strecke erlaube ich mir ein Urteil. Gut, aber ansonsten war es das für dieses Testvideo zum MG Marvel Air. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.